Nein, 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 nein! Was? Was? Nein. Boah, Junge. Nein, ich bin so dumm. Piep. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Weihnachts-Info-Video-Gedöns. Oder After-Weihnachts-Info-Video-Gedöns. Ja, genau. After-Weihnachts-Info-Video-Gedöns. Also, auf jeden Fall möchte ich euch heute hier so ein bisschen Infos erzählen und vielleicht fragt ihr euch, wo ist dieser Kirbis gerade? Ja, ich bin gerade auf unserem Hexit-Server, also auf dem Hexit-Server von mir und Melon. Und ja, also, der haben wir so ein bisschen privat, aber ich missbrauche ihn jetzt für dieses Info-Video. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch heute ein bisschen über anstehende Sachen erzählen, was 2014 alles so kommen wird. Ja. Auf jeden Fall möchte ich auch noch wissen, vielleicht, wie waren eure Weihnachten? Meine waren sehr essenlastig. Also ich habe fast nur gegessen. Ja. Das ist halt Weihnachten in der Schweiz. Nein, es essen, glaube ich, alle einfach nur Essen. Ja. Das ist einfach geil. So, und jetzt anstehende Sachen. Auf jeden Fall möchte ich euch sagen, ein neues Projekt steht an. Also die Leute von Digging Society, wir haben uns so ein bisschen zusammengetan. Es ist unglaublich, wir haben uns zusammengetan. Nein, aber wir werden jetzt ein neues Projekt starten. Also noch nicht jetzt, aber wahrscheinlich dann im neuen Jahr. Hoffentlich im neuen Jahr werden wir ein neues Projekt starten und da werden wir dann einfach spielen. Ich weiß noch nicht, wir wissen noch nicht genau wie, wo und wann. Es wird wahrscheinlich ein selber zusammengestelltes Modpack sein, wird aber irgendeinem Modpack ähneln. Welches wohl? Ich werde es euch noch nicht sagen, ich werde euch noch keine Infos, weitere Infos dazu sagen, einfach, dass ein Projekt in Planung ist. Und noch weitere Infos zum Thema Konso. Hallo Konso, wie lange du das siehst, du bist ein sweeter Boy. Ei. Nein, auf jeden Fall ist der Konso wieder am Start. Vielleicht kennt ihr ihn noch, ganz am Anfang von meinem Kanal habe ich manchmal mit ihm aufgenommen. Auch noch ein Toy Story Adventure Map. Ich weiß nicht, ob wir die fertig machen werden, glaube ich nicht. Aber ja, die Hoffnung steht zuletzt. Ei. Aber auf jeden Fall ist der Konso wieder am Start. Seine Technik geht wieder. Er hat ein Mikro und alles zu Weihnachten gekriegt. Und kann jetzt wieder Videos machen, aber er ist jetzt auf dem Konso MC-Channel und nicht mehr auf dem Konso Game-Channel. Wenn ihr das sehen wollt, dann geht doch bei meinem Kanal oben rechts sind so Kanäle vorgeschlagen. Ich glaube, da heißt es krasses Gemüse oder so. Das ist wirklich krasses Gemüse, also da müsst ihr richtig hart sein. So wie ich. So, also da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zu Konso, seinen neuen Channel und ja, der wird auch richtig geil und da wird heute oder morgen auch noch so eine Mod-Vorstellung kommen. Seid gespannt auf sowas, ey, das wird schön. Und auf jeden Fall will ich noch schnell meine andere Rüstung zeigen. Das hier ist die Scale-Rüstung und die andere will ich euch jetzt zeigen, also die Thief-Rüstung. Und was soll ich noch sagen? Ah ja, genau, apropos Equipment, also ich bekomme wahrscheinlich die nächsten Tage oder vielleicht auch erst zu Neujahr oder so, bekomme ich dann ein neues Mikrofon, Facecam und einfach Mikrofon, alles dies, das bekomme ich dann zu Neujahr ungefähr dann, keine Ahnung, vielleicht auch eher. Ich habe es, keine Ahnung, am 23. oder so bestellt, das Zeug war nicht auf Lager und dann, ja, es kommt ein bisschen später halt. Und ja, auf jeden Fall, es ist das Rode NT1, das was alle haben. Hier, ein Wurm, tot mit dir. Oh, er ist verbrunnen, okay. So. Was soll ich sagen? Ja, genau. Facecam weiß ich noch nicht, ob ich die dann sofort mache. Ich weiß noch nicht. Wollt ihr überhaupt eine Facecam? Schreibt vielleicht noch unten in die Kommentare. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr Weihnachten findet. Ah ja, was ich noch fragen wollte. Boah, ich bin gerade richtig in den Fragenrausch. Nein. Wollt ihr vielleicht öfters so kleine Videos, kleine Update-Videos zu diesem Hexit-Server? Vielleicht, wenn ja, dann schreibt es mir unten rein. Das ist da gerade meine Hütte, die sieht richtig kacke aus. Aber es ist mal halt meine Hütte, was soll ich machen? Richtig nur so Glasdinger, es ist eigentlich eher so ein... Wintergarten, sagt man das auf Hochdeutsch? Weiß ich nicht. Wenn ja, dann schreibt ja. Keine Ahnung. Was wollte ich noch machen? Ich weiß es nicht. Ah ja, die Hütte von Melon, die ist da oben. Die ist da oben und die ist auch richtig schön geworden. So richtig asiatisch gedöns. Die ist richtig schön geworden. Und ja, oh nein! Oh, geht noch. So. Auf jeden Fall
schreibt mir einfach unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht mehrere solche Videos sehen wollt, vielleicht Update-Videos. Und ja, dann würde ich sagen, eigentlich wollte ich das wieder ein bisschen länger machen. Ich mache jetzt auch ein bisschen länger. Was ich machen könnte ist, was könnte ich machen? Ich pflanze diese Kakteen. Oh, ich habe den Plural richtig verwendet. So, zack. Und sieht das schön aus? Nein, natürlich nicht. Aber ich lasse den da. So. Und kann man den darauf? Nee, kann man nicht. Nee. Und wir haben halt hier, bei diesem Dorf haben wir halt, da sind wir einfach so gespawnt, da können wir nichts für. Das ist einfach da ein Dorf gewesen und da haben wir gedacht, ja, pflanzen wir uns einfach mal dahin. Und diese Bäume da haben wir einfach hier hingestellt, einfach so, weil ich finde, das sieht noch recht cool aus. Wartet, ich gehe schnell mal da hoch. So, das wird jetzt nicht ein Let's Play oder so, es wird nur schnell. Bleib doch schnell dran. Bleib schnell dran. Oh. Ich weiß nicht, was das war. Hier war gerade ein Dungeon neben dran. Da habe ich meine ganze Scale-Rüstung gefunden. Das war richtig geil. Die anderen richtig durchgeraged, weil ich einfach der Beste bin. Yeah. Nein, bin ich nicht. So. Auf jeden Fall. Oh, dieser Ausblick. Es sieht wirklich schön aus, dieses Dorf. Vielleicht da die Treppe sieht noch ein bisschen schäbig aus. Aber sonst sieht eigentlich, finde ich, cool aus. Vielleicht da unten das Wasser ist noch ein bisschen schäbig. Aber wenn man nur... Oh, ich wollte gerade mit der so Facecam-Gedöns zeigen. Aber ich kann noch nicht. Aber ja, das ist dann auch richtig... praktisch, wenn man eine Facecam hat, dann kann man das so zeigen. Ich mache jetzt einfach einen Screenshot, wartet. Zack, einfach so ein Screenshot. Und da oben ist ein Grabstein. Der Grabstein... Oh, was? Ich habe noch ein Herz? Ich habe nichts gemerkt. Ich habe wirklich nicht... Soll ich einen goldenen Apfel essen? Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall... Nein! Was? Nein... Boah, Junge. Nein, ich bin so dumm. Okay, ich gehe noch schnell mein Zeugs holen. Dann würde ich sagen, ist die Folge auch zu Ende. Ich habe gerade gesagt, da oben ist ein Grabstein von dem Tod von Melon. Da oben einfach so in der Luft. Der ist mit dem Flying Stuff abgehauen. Dann habe ich ihn mit dem Bogen erwischt oder sowas. Oder ist verbrannt, ich weiß nicht mehr. Und dann sterbe ich selber an Fallschaden. Ja. An Fallschaden. Mit einer ganzen Thief-Rüstung. Mit einfach OP-Sachen. Sterbe ich. Auf jeden Fall. Ich bin der Profi, ich bin der Babo, ich bin Jugendwort 2013 Babo. Also auf jeden Fall Facepalm inbound. Ja. Ich kann das nicht aufheben. Was? Okay. Ich lege mal die Rüstung an. Wo sind die Schuhe? Wo sind die Schuhe? Nein. Ich habe meine Schuhe. Nein, bitte, sag das. Nein. Die sind noch irgendwo, oder? Bitte. Nein. Nein. Vielleicht da drin? Vielleicht da drin? Nein. Nicht? Nein? Bitte? Nein! Nein, ich muss mir neue Kraft. Nein. Okay, also auf jeden Fall habe ich meine Thief-Schuhe verloren. So. Also das sind richtig wertvolle Schuhe. Vielleicht die Leute, die Hexen nicht kennen, das sind richtig wertvolle Schuhe. Ah nein, ich hab... Lol. Boah, ich bin so dumm. Auf jeden Fall würde ich sagen, geht weiter essen. Nein, vielleicht heute nicht mehr. Doch, heute vielleicht auch noch. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein, Freunde. Die nächsten Tage werden dann auch wieder normale Videos kommen. Freut euch drauf. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Das war Herr Pumpkin. Tschüss.